Hallo, heute möchte ich mit euch die Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2017-2, also dem Herbst, besprechen. Und zwar die Aufgabe 2. Und bei der Aufgabe 2 geht es um einen Wasserkocher, der da irgendwie Wasser erwärmen soll. Wir machen uns kurz eine Skizze, um die Daten, die wir brauchen, dort anzutragen. Unser Topf, der von mir aus auf irgendeiner Wärmequelle steht. In diesem Fall sei das jetzt irgendwie hier unser Wasserkocher, der das ganze Gebilde dort erwärmen soll. Hier ist natürlich irgendwie ein elektrischer Anschluss drauf und dieser elektrische Anschluss sei von mir aus 230 Volt Wechselstrom, der dann hier über eine Leitung und dann natürlich entsprechend der Schutzklasse 3 hier in das ganze Gebilde hineingeführt wird. In der Aufgabenstellung ist weitergegeben, dass dort eine Wassermenge,